Ja, prima. Dann fangen wir an. Herzlich willkommen von meiner Seite aus, liebe Freunde des Misstrauens oder vielleicht des gesunden Vertrauens, würde ich eher sagen. Ich möchte heute über Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser sprechen, warum wir eigentlich Zertifizierungsstellen vertrauen. Und Zertifizierungsstellen kennt ihr wahrscheinlich alle, also die Absicherung von HTTPS-verschlüsselten Kommunikationsverkehr. Aber bevor ich anfange, ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Sperber. Ich arbeite in der IT-Sicherheitsberatung Aramido, bin einer der Gründer. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Sicherheit von Webanwendungen. Und wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe, dann gerne auch mit Hobbybier brauen. Und ja, wir müssen hier endlich mal sowas durchziehen. Also ein bisschen Bier brauen, hier außen vielleicht, wäre eine coole Sache. Ich blogge auch auf aramido.de/blog und wir haben auch einen Twitter-Account, wo wir immer mal ein bisschen was zu den Themen berichten. Ich möchte heute über vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen sprechen. Und wenn ich das jetzt schon so sage, dann gibt es möglicherweise ja da so einen Punkt, dass Zertifizierungsstellen nicht immer vertrauenswürdig sind und dann auch über einige Möglichkeiten der Absicherung gegen eben nicht vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen sprechen. Es gibt da eine ganze Latte, das Problem ist nicht neu und es gibt jetzt in Kürze eigentlich ein paar Neuerungen und die möchte ich euch vorstellen. Wenn man das Ganze mal betrachtet, es war 2011, und ein iranischer Bürger, also Iran ist dieser rote Punkt da, ein iranischer Bürger wollte seine E-Mails abrufen per Gmail und hat in seinem Browser eben google.com/gmail eingegeben und dann hat er auf einmal eine Zertifikatswarnung bekommen. Und das war sehr komisch, weil es war auch was ganz Neues. Und dann hat dieser Benutzer sich per Tor zu Gmail verbunden und dann hat er diese Warnung nicht bekommen. Dann hat er gesagt, komisch, der hat sich ein bisschen technisch ausgekannt, hat sich die Zertifikate dann angeguckt und er hat quasi über Tor ein Zertifikat ausgeliefert bekommen und über seine normale Internetverbindung, nicht getunnelt, hat er eben ein anderes Zertifikat ausgeliefert bekommen. Und das hat er an Google kommuniziert über ein Forum. Die haben den Vorfall natürlich gleich untersucht. Und dann hat sich herausgestellt, dass eine bestimmte Zertifizierungsstelle, dessen Namen ihr wahrscheinlich kennt, ist ein sehr bekannter Fall, DigiNotar, ein Zertifikat ausgestellt hat für die Domain asterisk oder subdomain.google.com. Das Ganze ist auch passiert für Zertifikate wie zum Beispiel Windows Update, für das Tor Project, aber auch, finde ich ganz witzig, den Mossad oder den MI6, die hat es auch getroffen. Und was ich natürlich krass finde, das war zum Beispiel so ein Zertifikat, ja, also nicht schlecht. Also .org übrigens auch. In Summe wurden über 500 Zertifikate ausgestellt. Und alle von DigiNotar. Und das ist natürlich ein krasser Fall. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Zertifikate nicht an die Domain-Holder ausgestellt wurden, sondern an andere Leute. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ein Hacker namens Komodo Hacker diesen Hack gemacht hat. Der hat auf Pastebin eine ganz coole Story dazu veröffentlicht, wie er das gemacht hat und was er gemacht hat. Und hat sich da 21 Jahre angeblich, hat sich da als sehr cooler Typ hingestellt, wie cool er doch in diese Systeme eingedrungen sei und eben diese Zertifikate geklaut hat und sich die halt ausstellen lassen. Jetzt, wenn man sich anguckt, was ist da passiert? Die Firma Fox IT hat diesen Vorfall untersucht und wenn man sich überlegt, dass eine Zertifizierungsstelle, die ja doch eine wichtige Komponente im Internet für sichere Kommunikation, also IT-Sicherheit ist, dann hat diese
Zertifizierungsstelle meiner Meinung nach ihre IT nicht ganz so im Griff gehabt. Also sie haben IT-Sicherheit nicht unbedingt so drauf gehabt. Sie haben zum Beispiel, hat eben Fox IT dann berichtet, keine oder eben nicht aktuelle Virenscanner auf den Servern am Laufen gehabt. Sie haben viele, viele ungepatchte Systeme gehabt. Das ist natürlich Hausaufgabe Nummer eins, einfach Software-Updates installieren. Wenn ich eine Software fingerprinten kann und dann einfach bekannte Schwachstellen ausnutzen kann, das ist ja, sage ich mal, lame. Ne? Also wenn wir uns in Richtung Zero-Day-Exploits bewegen, dann ist es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, aber ungepatchte Software. Ne? Was sie auch noch nicht hatten, war ein zentrales Logging. Sie haben ihr Logging auch nicht irgendwie gemonitort. Und dann haben sie zum Beispiel so coole Kennwörter gehabt wie Prod Admin. Finde ich auch gut. Also für Production Administrator Account hatten sie das Kennwort Prod Admin. Und das war für alle Domänen so definiert. Und damit konnte natürlich relativ schnell viel übernommen werden. Wie es dazu kam, ist eigentlich egal, weil das Problem in dem ganzen System ist eben, es ist ein Systemfehler. Wir vertrauen Zertifizierungsstellen bei unserer sicheren Kommunikation und es genügt eine von diesen, beispielsweise im Firefox-Browser gibt es über 100 CAs, die wir quasi implizit akzeptieren, und es genügt eine Zertifizierungsstelle, um dieses gesamte System eben in Mitleidenschaft zu ziehen. Und das war beispielsweise eben beim Hack von DigiNotar der Fall. Aber es gab ja auch andere Beispiele. Also es gab Beispiele Komodo, Symantec letztes Jahr oder dieses Jahr, DigiCert. Also es gibt zahlreiche Beispiele, die eben falsche Zertifikate ausgestellt haben, unzulässige Zertifikate. Und das ist natürlich ein großes Problem in diesem Trust-Modell. Aber schauen wir uns vielleicht nochmal kurz an, wie dieses Trust-Modell eigentlich funktioniert, bevor ich da loslege. Ihr wart sicherlich alle auf der Webseite Gulasch und habt gesehen, dass die per HTTPS mit eurem Browser kommuniziert und die Betreiber, also Entropia, die haben sich ein Zertifikat geholt. Das haben sie sich geholt bei Let's Encrypt. Das heißt, die haben einen sogenannten CSR, einen Certificate Signing Request an Let's Encrypt gestellt, und Let's Encrypt hat das ist ein öffentlicher Public Key, und Let's Encrypt hat nach einer Überprüfung bestätigt, die Domain Gulasch passt zu dem Public Key. Also dieser Public Key wird quasi mit dieser Domain verbunden und das zertifizieren wir. Die haben also mit ihrem Schlüssel haben sie das zertifiziert und damit an Gulasch eben dieses Zertifikat ausgestellt. Und jetzt haben wir diese fesche junge Dame hier links unten. Und diese Dame, die ruft eben Gulasch auf, https://gulasch.ch, und der Webserver liefert ein Zertifikat aus, und zwar eben genau das Zertifikat, was er von Let's Encrypt bekommen hat. Und wie funktioniert das Ganze? Sie müssen ja jetzt überprüfen, also sie bekommt einen Public Key, einen Schlüssel, mit dem sie verschlüsselt kommunizieren kann. Und sie muss ja jetzt überprüfen, ist es tatsächlich der Schlüssel von Gulasch? Weil, woher will ich denn das denn wissen? Angenommen, ich würde der Dame hier links unten meinen öffentlichen Schlüssel schicken und mich ausgeben, als wäre ich gulasch.ch, dann könnte ja, bezeichnen wir sie als Alice, könnte ja Alice sagen, ja, passt. Und dann würde sie mit dem öffentlichen Schlüssel von mir Daten irgendwie verschlüsseln, schicken, und ich könnte sie mitlesen. Könnte sie dann weiterleiten an die Webseite, und die Webseite würde gar nichts merken. Also gibt es im Browser vom Alice einen sogenannten Trust Store, und in dem Trust Store liegen Root-Zertifikate, Root- und Intermediary-Certificates. Und diese Zertifikate dienen, um dieses Zertifikat, was von gulasch.ch oder gulasch.ch ausgeliefert wird, zu bestätigen. Und damit schließt sich also der Kreis. Alice vertraut bestimmten Zertifizierungsstellen, die
in Ihrem Browser bereits vorinstalliert sind. Also wenn Sie sich beispielsweise einen Firefox oder einen Chrome runterlädt, dann sind darin Wurzelzertifikate und Zwischenzertifikate enthalten. Und diese, mit diesen Zertifikaten kann eben ein Zertifikat von einer Webseite verifiziert werden, mathematisch bestätigt werden, dass eben dieses Zertifikat gültig ist, weil nur die Signatur eben von Let's Encrypt stimmen muss. Also das ist sehr wichtig in dem ganzen Verlauf, dass das klar ist, aber das sollte ja, denke ich, allen klar sein. Also wenn irgendwie eine Frage aufkommt, stell sie bitte gleich. Und wie gesagt, das Problem, wenn man sich das jetzt mal anschaut, das Problem, was bei DigiNotar aufgetreten ist und auch in vielen anderen Fällen, war eben, dass die Zertifizierungsstelle hier, in dem Fall Let's Encrypt, einfach Zertifikate an irgendjemanden beliebigen ausgestellt hat, ohne dass das berechtigt war, ohne dass der Betreiber eigentlich der Webseite das so genehmigt hat. Und damit konnten eben sich andere als Man in the Middle in die Kommunikation zwischenschalten und eben die Kommunikation mitlesen. Und dieses Problem ist nicht neu. Also man kennt das Problem schon seit viel geraumer Zeit und man hat sich da schon viele Gedanken gemacht, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann, weil, wie gesagt, warum vertraut Alice Let's Encrypt? Das macht sie implizit. Die Zertifikate sind vorab installiert. Und dazu kommt noch, der Betreiber der Webseite, der vertraut ja eigentlich an sich, implizit zumindest auch Let's Encrypt, weil er sagt, Let's Encrypt, da gehe ich hin, da hole ich mir mein Zertifikat. Aber es gibt ja eben so viele andere Zertifizierungsstellen und es genügt eine Zertifizierungsstelle, um das Ganze kaputt zu machen. Und beispielsweise Entropia vertraut meinetwegen den ganzen anderen, vielleicht irgendwelchen chinesischen Zertifizierungsstellen nicht. Aber die Wahl hat sie nicht. Und deswegen muss man sich überlegen, wie kann man das Ganze also absichern. Und es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich möchte hier eben mal ein paar vorstellen. Das ist eine Liste, die nicht vollständig ist, aber auf ein paar Beispiele möchte ich eben eingehen. Es gibt beispielsweise DNS-basierte Ansätze. DNS-basierte Ansätze, also die das Domain-Name-System verwenden. Und da gibt es beispielsweise Certificate Authority Authorization, CAA kurz. CAA funktioniert so, dass man in den DNS-Eintrag Informationen hinterlegt, wer für einen eben Zertifikate ausstellen darf. Es funktioniert allerdings andersrum, also es bewegt sich nicht auf Seiten vom Webseitenbetreiber oder auf der Seite von Alice, sondern die Zertifizierungsstelle, die Zertifikate ausstellt, muss prüfen, welcher DNS-Eintrag, also welcher CAA-Eintrag ist gesetzt und darf ich überhaupt für diese Domain Zertifikate ausstellen oder nicht? Ne? Also es ist quasi kein wirkliches Enforcing, aber da gibt es also eine Neuerung und zwar ab September 2017, das wurde jetzt beschlossen im März, ab September 2017 müssen alle Zertifizierungsstellen genau diese Informationen zumindest prüfen. Das heißt, definiert sie in euren Domains, in euren DNS-Einträgen, um eben euren Schutz etwas eben zu verbessern. Dann gibt es noch Dane, sage ich jetzt nichts dazu, kommt nämlich gleich, ein bisschen umfangreicher. Außerdem gibt es notarbasierte Ansätze. Notarbasierte Ansätze wie beispielsweise Perspective oder Convergence. Das funktioniert so, dass man zum Beispiel ein Browser-Plugin hat und es gibt ein dezentrales System. Ich möchte zu einer Seite verbinden, erhalte ein Zertifikat und frage bei diesen Notaren an, passt dieses Zertifikat? Und wenn dieses Notarsystem irgendwelche Unregelmäßigkeiten bemerkt, dann, also es ist quasi kein zentrales System wie bei OCSP, sondern diese Notare sind eben dezentral und wenn irgendein Notar irgendwas Verdächtiges feststellt, dann kann er eben eine Warnung ausgeben. Vermutlich, oder die wenigsten von euch werden wahrscheinlich Perspectives oder Convergence kennen. Es ist ein System, was sich bis heute eigentlich nicht durchgesetzt hat. Deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen, aber es ist wichtig also zu sehen, diese notarbasierten Ansätze sind eigentlich auch eine Möglichkeit, eben sich über Rogue Certificates informieren zu lassen. Weiterhin gibt es Pinning-basierte Ansätze, sehr interessant HPKP, HTTP Public Key Pinning, darauf gehe ich gleich ein. Dann gibt es beispielsweise noch TAG. TAG ist ein Projekt von Moximal and Spike, der das recht weit voranträgt. Es gibt also einen Tag-Key, mit dem dann wiederum eigene Zertifikate signiert werden. Also man entkoppelt
man gibt nicht so viel Vertrauen zu der Zertifizierungsstelle, sondern hat die Möglichkeit, dieses Vertrauen ein bisschen in die Richtung des Betreibers zu schieben. Dann gibt es noch DNS-Chain, interessanter Ansatz über so einen Hashtree. Will ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen. Also Pinning-basierte Ansätze möchte ich eben HPKP vorstellen. Und zuletzt, um diese Liste zu vervollständigen, gibt es noch transparenzbasierte Ansätze. Sehr interessant der Ansatz Certificate Transparency, auf den möchte ich eingehen, davon habt ihr sicherlich schon gehört. Ein anderer Ansatz wäre beispielsweise Sovereign Keys, der auch auf das Pattern Transparenz eben Wert legt. Also das sind alles Möglichkeiten und Stoßrichtungen, dieses Problem, dieses Vertrauensproblem zu lösen, um uns bei ausgelieferten Zertifikaten zu schützen und darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise ein böses Zertifikat. Okay, schauen wir uns mal das erste an. Das ist DANE, DNS-Based Authentication of Named Entities, die Langform. Möglicherweise habt ihr davon schon mal gehört, würde für unsere Webseite folgendermaßen ablaufen. Wir haben einen DNS-Server, den kontrolliert beispielsweise die Entropia. Und im DNS-Server wird ein Eintrag definiert, welche Zertifikate gültig sind. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, darauf gehe ich gleich noch ein. Aber der Webseitenbetreiber hat die Macht zu sagen, die Zertifikate akzeptiere ich, wie auch immer. Dann ruft Alice wieder die Webseite auf, das kennen wir ja schon. Und sie macht eine DNS-Abfrage und erhält dann die Information, okay, es sind nur bestimmte Zertifikate eben gültig. Und letzten Endes liefert ja natürlich wird das Zertifikat für Gulasch noch ausgeliefert. Und anhand dieser Information kann jetzt Alice überprüfen, ist das Zertifikat gültig oder verwerfe ich es und stelle ich eben eine Warnung dar. Und das Gute an dem Ansatz ist eben, dass der Betreiber dieser Webseite die Macht darüber hat, weil er den DNS-Server eben kontrolliert und DANE setzt auf DNSSEC auf. DNSSEC ist quasi DNS über eine sichere Verbindung und darauf baut also DANE noch zusätzlich auf und wir müssen also diesen Eintrag definieren. Da gibt es drei Möglichkeiten, um diesen DNS-Eintrag zu definieren. Es gibt die sogenannten Service Certificate Constraints. Da würden wir definieren, dieses eine Zertifikat wird akzeptiert und es muss auch noch diese Vertrauensprüfung bestehen. Also ganz normaler Ansatz, ähnlich vielleicht wie Pinning. Dieses eine Zertifikat ist gültig, alle anderen bitte verwerfen. Und das ist natürlich klasse, weil wir haben uns ja immer gesagt, es gibt die Zertifizierungsstellen, die ja beliebige Zertifikate ausstellen können. Und dann würde natürlich jedes beliebige gültige Zertifikat akzeptiert werden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dieses eine Zertifikat zuzulassen und einzuschränken. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man ein ganz bestimmtes Zertifikat in dem TLSA-Record mit ausliefert, also der Eintrag, der DNS-Eintrag nennt sich TLSA-Record, in dem das Ganze definiert wird. Und in diesem TLSA-Record kann ich auch noch ein spezielles Zertifikat mit angeben, und nur dieses ist gültig. Und damit kann ich ein beliebiges Self-Signed Certificate zum Beispiel angeben und könnte komplett auf Zertifizierungsstellen verzichten. Also ich erstelle selber ein Zertifikat, liefere das aus. Alice bekommt über meinen DNS-Record, TLSR-Record, das Zertifikat, was ich mir Self-Signed ausgestellt habe. Und ich liefere das aus. Sie sagt, das ist in Ordnung. Keine Zertifizierungsstellen mehr. Yay! Die dritte Möglichkeit wäre, einen Trust Anchor zu definieren. Das heißt, ich kann sagen, vertraue genau diesem Trust Anchor und führe dann die Prüfung aus. Also ihr wisst, so eine Zertifizierungsstelle mit ihrem Root Certificate ist ein Trust Anchor, also quasi der Endpunkt in dieser Validierungskette. Und ich bekomme ein Zertifikat ausgeliefert
Und das wird signiert von vielleicht einem Zwischenzertifikat, vielleicht noch einem Zwischenzertifikat und dann letzten Endes dem Root-Zertifikat. Und diese Kette nach oben, die muss an einem ganz bestimmten Trust-Anchor enden. Und das kann ich eben als dritte Möglichkeit in diesem TLSR-Record definieren. Das heißt, ich bekomme als Webseitenbetreiber schon sehr viel Macht und kann das ganze System eben über meinen DNS-Eintrag steuern. Also, wir haben viel Kontrolle. Wir können es implementieren, wir müssen es aber nicht. Und das ist natürlich schon eine coole Macht, sowas zu machen. Ich kann als Webseitenbetreiber mit meinen Benutzern der Webseite wirklich die Kontrolle übernehmen und meine verschlüsselten Verbindungen selbst gestalten. Und ich muss nicht darauf vertrauen, dass irgendjemand irgendwas richtig macht. Das Problem ist natürlich, dass das Ganze auf DNSSEC aufbaut. Wer sich schon mal mit DNSSEC beschäftigt hat, es ist alt. Und zu den Zeiten war Verschlüsselung noch etwas CPU-intensives und damals gab es nicht so viel CPU. Das Ganze baut auf 1024-Bit-Schlüsseln auf. Es wird beispielsweise nur signiert und nicht verschlüsselt, also diese DNS-Abfrage. Und demnach ist das Ganze eigentlich schon nicht unbedingt auf sicheren Beinen aufgestellt. Da müsste es eigentlich eine Novellierung geben, dass man das DNSSEC wieder neu aufbaut, um eben für Dane dann eine gute Grundlage zu schaffen. Aber das ist eigentlich die Hauptkritik, dass Dane auf DNSSEC aufbaut und DNSSEC an sich ist nicht sicher oder gilt als nicht sicher. Dann war natürlich die Frage, ob denn jeder so eine CA betreiben kann. Wir haben ja gesagt, ich kann hier zum Beispiel mir so ein selbstsigniertes Zertifikat erzeugen und das ausliefern und sagen, dem muss ich vertrauen. Oder ich kann beispielsweise das Ganze auf einen bestimmten Trust-Anchor zurückführen. Und wenn das Zertifizierungsstellen nicht hinbekommen, zumindest nicht einwandfrei, kriegen es dann wirklich alle Webseitenbetreiber gut hin? Die Pros schon, klar, kein Thema. Aber es geht ja um ein System, das wirklich die komplette Internetkommunikation sicher ist. Und jeder, der so einen blöden Webserver betreibt, muss das richtig hinbekommen. Das heißt, er muss ein richtiges Zertifikat erzeugen, kein Zertifikat, was irgendwie 10 Jahre lang gültig ist, was die richtigen Hashing-Werte, kein SHA-1 und so weiter verwendet. Und all diese Dinge, die werden ja eigentlich von Zertifizierungsstellen schon professionell gemacht. Die werden auditiert, die müssen bestimmte Richtlinien erfüllen und die sollten das eigentlich können. Also das heißt, es ist fraglich, sage ich mal, ob jeder das so hinbekäme. Und dann sind natürlich auch durch Dane bestimmte Reflection- bzw. Amplification-Angriffe möglich. Das heißt, der DNS-Eintrag durch diesen TLSR-Record, wenn ich da ein Zertifikat rein paste mit, keine Ahnung, 4096 Bit oder so, schöner langer Schlüssel, dann wird es schon ein bisschen dick, ne? Und diese DNS-Einträge, die werden dann schon ein bisschen größer und dann kann ich natürlich so Amplification-Angriffe sehr gut machen im DNS-System. Also ist das DNS-System eigentlich dafür gut geschaffen. Also das sind so die Hauptkritikpunkte. Wenn man sich jetzt anguckt, wer das einsetzen möchte, es gibt tatsächlich Plugins für Browser. Es gibt für ziemlich alle Browser, bis auf den Internet Explorer. Wer verwendet Internet Explorer? Ja, sorry, kein Dane for you. Es gibt eigentlich Plugins für eigentlich alle gängigen Browser und damit kann Dane verwendet werden. Also wer sich da mal ausprobieren möchte, kann da ein bisschen sich testen. Allerdings, es hat bisher noch keine weite Verbreitung gefunden. Es wurde eben noch nicht weit implementiert und deswegen ist es kein wirklich guter Ansatz, sage ich mal, um die Masse wirklich abzusichern. Weil keiner installiert sich extra, um Zertifikate abzusichern, vielleicht dieses Plugin, dieses Browser-Plugin. Jawohl, kommen wir zum nächsten Ansatz. Also das war quasi der DNS-basierte Ansatz. Der ist so, geht so, hat sich noch nicht richtig durchgesetzt
Und da gibt es sicherlich noch einiges zu arbeiten, muss weiter vorankommen. Jetzt schauen wir uns mal Public Key Pinning an, HTTP Public Key Pinning, also HPKP in der Abkürzung, ein Pinning-basierter Ansatz. Wir haben wieder die Webseite, die ihr hier unten schon kennt. Und wir haben die Zertifizierungsstelle Let's Encrypt, die ein Zertifikat ausstellt. Soweit erstmal nichts Neues, das kennen wir schon. Dann erstellt der Betreiber der Webseite oder des Dienstes einen, Alice fragt noch an, natürlich. Sie möchte ja die Webseite haben, Get Request, was auch immer. Und dann liefert eben der Betreiber das Zertifikat zurück und zusätzlich allerdings noch seinen Public Key Pin. Der Public Key Pin ist ein Fingerprint des SPKI-Eintrags, also der Subject Public Key oder die Subject Public Key Information. Das heißt, die Verbindung aus dem öffentlichen Schlüssel und der Domain-Information. Und diesen Fingerprint sende ich als Header mit. Ja, werden wir uns gleich nochmal anschauen. Das heißt, Alice bekommt das Zertifikat und sie bekommt den Fingerprint oder diesen Public Key Pin. Und das Pinning läuft so ab, dass der Webseitenbetreiber definieren kann, welches Zertifikat für die Absicherung der Kommunikation gültig ist. Und alle anderen Zertifikate werden verworfen. Das heißt, Alice vertraut Let's Encrypt, wenn der Public Key Pin gültig ist. Wenn der Public Key Pin schon nicht gültig ist, dann verwirft sie oder die Verbindung, also lässt sie die Verbindung nicht zustande kommen. Wenn der Public Key Pin zulässig ist, muss natürlich noch die Zertifikatsprüfung erfolgreich sein und dann wird die Verbindung aufgebaut und eine Kommunikation findet statt. Das heißt, dieser Public Key Pin, über den Public Key Pin kann ich definieren, welche Zertifikate ich akzeptiere und welche nicht. Jetzt schauen wir uns mal so einen Public Key Pin an. Es ist wie gesagt ein HTTP-Header. Ein HTTP-Header, der ausgeliefert wird in der Form. Wie ihr hier seht, sind es SHA-256 Pins oder Hashes von offensichtlich ja zwei Zertifikaten. Ich komme gleich darauf zu sprechen, warum zwei Zertifikate, aber in der Verbindung, die Alice mit Gulasch aufbauen möchte, muss quasi eines dieser Zertifikate in der Zertifikatskette vorhanden sein. Es wird eine Max-Age von 1.209.600 Sekunden, wie viele Tage sind das? Zwei Wochen. Das heißt, wir haben hier offensichtlich eine Gültigkeit, wo dieser Eintrag für zwei Wochen im Browser gecached wird. Das heißt, 15 Minuten, was haben wir da? Naja, also eine bestimmte Zeit, 1.209.000 Sekunden. Und in dieser Zeit sagt der Firefox, Chrome, was auch immer, der Browser von Alice, ich akzeptiere nur diese zwei Pins. Das heißt, wenn mir ein anderes Zertifikat ausgeliefert wird, lehne ich das ab. Jan, das ist eine Frage. Ja, also die Frage war, ob irgendjemand als Man in the Middle den Pin modifizieren kann, wenn er eben in dieser verschlüsselten Verbindung oder dazwischen sitzt. Ne? Sehr gute Frage. HPKP folgt dem Tofu-Prinzip. Tofu bedeutet Trust on First Use. Das bedeutet, Alice ruft das erste Mal die Webseite auf und dann ist die Verbindung quasi nach dieser Maßgabe noch ungeschützt. Erst dann erhält sie ganz normale verschlüsselte Verbindung mit dem Zertifikat von Let's Encrypt wird ausgehandelt und sie erhält in dem Moment dann die Information. Wenn bei dem ersten Aufruf es jemand schafft, ein falsches, also quasi ein gültiges, aber nicht autorisiertes Zertifikat auszuliefern und diesen Header zu verändern, hätte er Alice. Es gibt aber die Möglichkeit für Preloading,
Preloading kennt ihr vielleicht von HSTS, also HTTP Strict Transport Security. Ich kann mich in eine Liste eintragen lassen und kann meine Pins bereits bei der Installation und bei Updates vom Browser in den Browser direkt mit installieren lassen. Und dadurch weiß mein Browser, obwohl ich noch nie auf der Seite Gulasch war, die und die Pins sind notwendig. Also ich werde nur die und die Zertifikate akzeptieren. Das ist jetzt natürlich im Kontext von Let's Encrypt schwierig, eine Gültigkeit von, was haben wir aktuell, 90 Tage, ja? Also eine maximale Gültigkeit ist das natürlich schon recht knapp bemessen. Also bei längeren Zertifikaten geht es vielleicht. Und bei den kurzgültigen Zertifikaten von 90 Tagen bei Let's Encrypt ist das natürlich schwierig zu machen. Aber wenn in der ersten wenn bei dem ersten Verbindungsaufruf es jemand schafft, sich in die Verbindung zwischenzuschalten, sprich also Man-in-the-Middle-Angriff zu machen und beispielsweise eben über DigiNotar sich ein Zertifikat ausstellen lässt. Haha, DigiNotar gibt's nicht mehr, die mussten leider nach dem Vorfall Konkurs oder wie nennt man das, Insolvenz anmelden. Aber es gibt genügend andere, also man kann sich ja anderen Zertifizierungsstellen bedienen. Und wenn das also funktioniert, dann wäre es möglich, diese Header zu verändern. Angenommen, das wäre jetzt nicht möglich, dann würden die Header also an Alice kommuniziert werden. Alice cached diese Information in ihrem Browser und dann akzeptiert sie nur noch diese zwei Pins, bis sie natürlich wieder einen neuen Aufruf macht und vielleicht der Webseitenbetreiber neue Pins ausliefert. Jetzt ist das ein sehr cooler Ansatz, weil er gibt dem Webseitenbetreiber volle Kontrolle. Wir hatten ja das Problem, ich möchte verhindern, dass ein beliebiges Zertifikat für mich ausgeliefert wird, für Gulasch beispielsweise oder für andreassperber.de oder was auch immer. Und mit dem Public Key Pinning kann ich den Client sagen, nee, es sind nur diese Zertifikate gültig. Ich habe übrigens die Möglichkeit, ich kann die Blätter pinnen, das heißt die tatsächlichen Zertifikate. Ich habe die Möglichkeit, aber auch in dieser Zertifizierungskette, in der Zertifikatskette bis zum Root-Zertifikat alle anderen Zertifikate auch zu pinnen, also zum Beispiel das Intermediary-Certificate oder das Root-Certificate. Angenommen, ich würde beispielsweise jetzt das Intermediary-Certificate, das Zwischenzertifikat von Let's Encrypt pinnen, dann würde ich natürlich theoretisch ein Zertifikat akzeptieren, was von Let's Encrypt ausgestellt wurde und zwar unautorisiert. Aber wenn ich sage, ich vertraue Let's Encrypt, dass die keine nicht autorisierten Zertifikate ausstellen, dann kann ich eigentlich Risiko ein bisschen wegnehmen. Auf das Risiko komme ich gleich zu sprechen. Und ich sage, die werden ihr Zertifikatsmanagement schon im Griff haben und ich pinne quasi deren Zertifikat und nicht mein Zertifikat. Weil das Problem ist natürlich, was passiert? Ich liefere diese zwei Pins aus und das sind ja zwei Pins von jeweils zwei Zertifikaten, sprich ich habe einen Private Key dazu und ich werde gehackt. Oder ich verliere, warum auch immer, diesen Private Key. Dann kann ich diese Zertifikate nicht mehr verwenden. Alice cached dir aber für nur 2 Wochen, ich glaube es waren 2 Wochen, es könnte aber auch länger sein, diese Information. Und wenn ich ihr diese Zertifikate, die ich da definiert habe vorab, nicht mehr ausliefern kann, dann bin ich selber gedost. Weil sie kann ja nicht mehr auf die Webseite zugreifen. Und das ist das Problem. Wenn man seine PIN-Aktualisierung nicht wirklich im Griff hat, gerade bei Let's Encrypt muss man das wirklich gut im Griff haben, weil es passiert ja alle, ich glaube, 60 Tage, ne? Passiert früher, dann muss ich, wie gesagt, diese Pins richtig kommunizieren. Und das ist eigentlich ein großes Problem. Also diese PIN-Aktualisierung muss eben sehr robust sein. Der Prozess muss sehr gut funktionieren. Und jetzt kann ich, wie gesagt, sagen, naja, ich vertraue aber Let's Encrypt und deswegen pinne ich einfach das Zwischenzertifikat oder vielleicht das Root-Zertifikat. Und die haben ja deutlich längere Laufzeiten und die haben ihr Zertifikatsmanagement schon im Griff. Und damit bin ich für meinen Teil, wenn ich meine Schlüssel nicht ordentlich im Griff habe, raus. Dann nehme ich quasi Risiko von dem Ganzen weg und habe nicht so das große Risiko, dass ich mich dosse. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil es ist ja vor allem auch besser als Status Quo. Status Quo wäre,
Ich vertraue allen Zertifizierungsstellen. Und jede Zertifizierungsstelle auf dieser Welt, China, irgendwelche Amerikaner, Safe Harbor Abkommen, würde mich ja mal interessieren, ob die tatsächlich immer noch irgendwelche Zertifikate für irgendjemanden ausstellen. Ich bin immer noch besser als der Status quo. Ich verlasse mich dann zumindest mal auf eine Zertifizierungsstelle und sage, nur die darf Zertifikate für meine Domain ausstellen. Also das ist eigentlich ein ganz guter Mechanismus. Und vor allem das Coole ist, die meisten Browser unterstützen es. Also ihr könnt mal gucken auf Can I Use. Eigentlich fast alle aktuellen Browser unterstützen eben HPKP. Aber Missbrauchspotenzial ist natürlich vorhanden. Folgendes Szenario. Ich verwende als vielleicht unwissender Benutzer oder Betreiber einer Software, einer Webseite HPKP nicht. Wer verwendet von euch HPKP? Das ist dünn. Eine. Okay, also ihr verwendet HPKP nicht. Monitort ihr eure Seite, dass kein PIN ausgeliefert wird. Weil es könnte ja passieren, dass jemand euren Server hackt und einen PIN ausliefert. Und zwar irgendeinen beliebigen Zufallswert und einen, der zu eurem aktuell ausgelieferten Zertifikat passt. Und er lässt diesen PIN für 10 Jahre cachen. Dann holt ihr euch ein neues Zertifikat, Let's Encrypt, nach 60 Tagen ist Schluss. Dann habt ihr ein Problem, weil ganz viele Clients haben natürlich diese Information gecached und sagen, ich erwarte jetzt diese zwei entweder das Zertifikat oder jenes Zertifikat von euch. Aber das könnt ihr nicht liefern. Und dann habt ihr euch gedost oder dosen lassen. No? Also wie gesagt, das ist ja das Missbrauchspotenzial, dass eben jemand, der das nicht überprüft, der das nicht im Griff hat, eben damit gedost werden kann. Und als Webseitenbetreiber hat man ja da nicht die Macht zu sagen, hey User, löscht mal euren HPKP-Cache. Das ist also ein großes Problem bei Certificate Transparency. Es gibt Ansätze dagegen oder dafür, beispielsweise ähnlich wie vielleicht OCSP, also dass man ein bestimmtes Pinning revocaten kann, ne? Aber so einen Mechanismus gilt es also noch einzuführen. Da sind wir quasi noch nicht so weit, um genau das wirklich stabil für die breite Masse zu machen. Okay, nächster Ansatz, Certificate Transparency. Habt ihr sicherlich schon gehört, coole Sache, Projekt von Google, ja, kann man so sagen. Und das kennt ihr alles schon. Also, Gulasch braucht ein Zertifikat von Let's Encrypt, holt sich das Zertifikat, Alice fragt an und Alice bekommt das Zertifikat ausgeliefert und sie vertraut eben der Let's Encrypt Zertifizierungsstelle. Es wird jetzt gleich ein bisschen voller, deswegen blurre ich das mal so ein bisschen aus. Certificate Transparency funktioniert wie folgt. Wenn Gulasch ein neues Zertifikat beantragt bei Let's Encrypt, dann wird Let's Encrypt dieses Zertifikat oder ein Pre-Certificate in ein Log eintragen. Und zwar eben in ein CT, ein Certificate Transparency Log. Dieses Log antwortet mit einer sogenannten SCT. Das ist die Signed Certificate Timestamp. Das ist ein Zeitstempel, bis zu welchem Zeitpunkt dieses Zertifikat auf jeden Fall in das Log eingetragen wird. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, es gibt ein Log und wenn alle Webseiten dieser Welt oder alle Dienste dieser Welt mit einem Mal so ein neues Zertifikat beantragen, dann hat dieses Log ganz schön, also CPU-technisch, zu tun. Das Log ist ein Hashtree, also ein Hashbaum, ein Merkle-Tree und der muss ja entsprechend auch berechnet werden und deswegen erfolgt es in bestimmten Zeitabständen, stündlich beispielsweise und diese SCT sagt, spätestens bis zu dem und dem Zeitpunkt trage ich dir das ins Log ein und dann kann Let's Encrypt also dieses Zertifikat ausstellen und an die Webseite kommunizieren. Es gibt mehrere Wege, wie dieses SCT, das ist nämlich eine sehr wichtige Information, es gibt mehrere Wege, wie dieses SCT übertragen werden kann. Das SCT kann beispielsweise an das Zertifikat als X509 Extension mit angehängt werden. Das heißt, der Webseitenbetreiber bekommt einfach dieses Zertifikat
packt es in seinen Server, zum Beispiel einen Webserver, liefert es an Alice aus, das Zertifikat, eben jetzt mit dem SCT. Das ist eine zusätzliche Information. Und dann gibt es in dem ganzen Prozess noch einen Monitor. Also neben dem Log hat Certificate Transparency auch noch die Entity Monitor. Und der Monitor wacht über verdächtige Vorgänge, über verdächtige Zertifikate. Also beispielsweise Zertifikat für Stern.stern.com oder .org. Man kann auch so einen Monitordienst sagen, hey, liefer mir doch alle Informationen für zum Beispiel Gulasch. Und wenn ein neues Zertifikat für Gulasch beantragt wird, dann dauert es nicht lange und der Monitor sagt, hey, da gibt es ein neues Zertifikat und man selber kann sagen, oh, passt oder passt nicht und dann halt irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber das macht also der Monitor. Und dann gibt es noch einen Auditor, den SpongeBob, der prüft die Logs. Der guckt nämlich, ob diese Logs richtig arbeiten und das, was er da als SCTs bekommt, sind die richtig eingetragen, hat bestimmte Verifikationsmöglichkeiten. Und das ist an sich so das ganze System von Certificate Transparency. Certificate Transparency führt also drei neue Instanzen, den Auditor, das Log und das Monitoring mit ein. Ich hatte schon gerade gesagt, Log sammelt also Zertifikate, nichts anderes. Das ist ein Append-Only Hashbaum, das heißt, es werden immer, es ist ein binärer Baum, immer zwei Zertifikate werden verhasht zum Parent und das wird gemacht bis zum Root und ich muss einfach nur den Root überprüfen, stimmt also quasi die Hash-Information und wenn die stimmt, dann passt. Ist ja cool, weil ich kann zum Beispiel nachträglich nichts mehr aus dem Baum rauslöschen. Ich kann auch nichts mehr hinzufügen. Also der Baum ist eben fälschungssicher und manipulationssicher für nachträgliche Änderungen. Dann gibt es eben den Monitor und der Monitor wacht eben über verdächtige Zertifikate, das haben wir gerade gesehen. Ich kann euch da gleich noch ein Beispiel zeigen, wie sowas aussieht. Und die Auditors, das könnte beispielsweise eine Browser-Komponente sein. Das heißt, euer Firefox, Chrome, was auch immer oder der Internet Explorer. Ich glaube, er hat es nicht. Hat ein Modul, ein Softwaremodul und das SCT wird damit überprüft. Das heißt, das SCT hat Informationen, in welchem Log das Ganze eingetragen ist. Können wir uns das mal kurz angucken und überprüft dann diese Logs. Wie vielleicht davor noch kurz das Beispiel für den Monitor. Der Monitor läuft also regelmäßig und sobald ein neues Zertifikat eingetragen wurde, bekommt man eine Information. Also zum Beispiel habe ich die am 29.04. bekommen, da habe ich ein Zertifikat für ftp-aramido.de beantragt und dann hat Cert Spotter, das ist ein Dienst einfach, ja, es gibt unterschiedliche, man kann so einen Monitor selbst betreiben, bisschen festplattenintensiv, weil so ein Log ist natürlich auch dick, ne? Aber zum Beispiel Facebook oder CertSpotter, das sind so Dienste, also Facebook bietet sowas auch an, das sind so Dienste, die einen eben informieren können. Einen als Website oder Dienstbetreiber. Und wie gesagt, das habe ich bekommen, dann sage ich, ah cool, neues Zertifikat. Also zum Beispiel jetzt jeden Montag, wenn mein Let's Encrypt-Skript durchläuft, und mich informiert, gibt ein neues Zertifikat, dann sage ich, oh Gott, nein, neues Zertifikat, passt es? Ah ja, okay, Skript ist durchgelaufen, es wurde tatsächlich ein neues Zertifikat ausgestellt durch mein Skript und dann bekomme ich eben kurze Zeit später von CertSpotter diese Information, dann sage ich als Webseitenbetreiber, passt. Wenn ich eben diese Information bekomme und ich habe kein Zertifikat ausgestellt, dann ist was kaputt. Und ich muss das Zertifikat revocaten. Ich muss eben was dagegen unternehmen. Aber das ist cool, weil ich habe endlich mal die Transparenz. Ich sehe, was macht dieses System. Und wir können uns mal kurz angucken. Oh. So, es gibt zum Beispiel CRTSH. Könnt ihr euch mal angucken. Wir schauen uns jetzt mal an, ob Gulasch da eingetragen ist. Oh, das ist natürlich schlecht. Was ist da los? Wer hat das Internet ausgeschaltet?
Vielleicht hat jemand vorhin das WLAN gereplayed und hat sich mittlerweile verabschiedet, ne? Weil ich, es gibt auch dieses GPN Open, ne? Mal gucken, ob wir auf GPN Open einen Zertifikatsfehler bekommen. Also, jetzt muss ich nur noch meine Maus finden. Olé, cool, da ist es also. Wir haben hier das alle Zertifikate für Gulasch, die jemals eingetragen wurden. Offensichtlich wurde das Ganze ab 2014 begonnen. Und das Zertifikat, was jetzt aktuell gültig ist, müsste eben genau dieses sein. Das ist locked am 29.03. und eben ist ab 29.03. dann gültig. Sieht so aus. Und hier oben haben wir die Certificate Transparency Einträge. Das ist also in drei Logs eingetragen. Ist auch sehr wichtig. So ein Zertifikat soll in mindestens zwei Logs eingetragen werden. Je mehr, desto besser. Ich würde jetzt sagen, drei Google Logs. Really? Also angeblich werden die von unterschiedlichen Verantwortungsbereichen betrieben, aber ne? Ja, gleicher Chef. Also wäre gut, wenn es unterschiedliche Logbetreiber gäbe, die auch wirklich organisationell getrennt sind und dieses Zertifikat eben unterschiedliche Logs eingetragen wird. Und da kann man das eben sehen. Und was man natürlich jetzt auch sehen kann, ich kann halt alles sehen. Ja? Also ich kann sehen, welche Zertifikate erstellt wurden. Das heißt, es gibt natürlich vielleicht ein gewisses Privatsphärenproblem. Wo ist wieder meine Maus? Es gibt vielleicht ein gewisses Privatsphärenproblem und das ist natürlich die Downside von dem ganzen Ansatz. Also Pro ist auf jeden Fall Certificate Transparency, schafft Transparenz und genau das brauchen wir. Wir wissen ja gar nicht, welche Zertifizierungsstellen es gibt, wir wissen ja gar nicht, welche Zertifikate die überhaupt ausstellen. Man weiß ja nie, bis halt eben sowas auffällt, ob es jetzt ein Zertifikat für meine persönliche Domain gibt. Und das ist eben sehr wichtig. Certificate Transparency schafft hier die notwendige Transparenz und vor allem, es sind eigentlich kaum Infrastrukturänderungen notwendig. Ihr müsst euch einmal überlegen, wenn man zum Beispiel Dane führt, dann muss er sich zumindest aktuell jede so ein Plugin installieren. Jede Webseitenbetreiber muss diese DNS-Änderungen machen und so weiter und die auch wirklich im Griff haben. Das heißt, wenn man so einen neuen Ansatz einführt, dann muss der auch praktikabel sein für die Öffentlichkeit. Und Certificate Transparency erfordert insbesondere bei den Zertifizierungsstellen natürlich Änderungen und bei den Logbetreibern und so weiter. Aber die liefern eben die Zertifikate aus und ändern eigentlich und die Webseitenbetreiber ändern eigentlich kaum was an ihrer Infrastruktur. Nachteile sind eben, dass es nicht wirklich Zertifikatsmissbrauch verhindert. Also es ist immer noch möglich, dass DigiNotar ein Zertifikat für mich ausstellt und es eben eine gewisse Zeit lang braucht, bis ich das merke. Das heißt, ein paar Stunden kann es zum Beispiel sein, dass das falsche Zertifikat oder das nicht autorisierte Zertifikat verwendet wird. Und dann fällt es allerdings relativ schnell auf und dann kann ich was dagegen unternehmen. Aber ich muss natürlich als Webseitenbetreiber aktiv werden. Also wenn ihr euch dann noch nicht auf so einen Monitor-Dienst habt eintragen lassen, macht das. Tragt euch da ein, weil dann seht ihr, wann eben ein Zertifikat für eure Domain ausgestellt wird. Es ist wichtig, dass es Infrastrukturbetreiber gibt. Die Logs, die sind ziemlich groß. Das heißt, Hardware muss vorhanden sein, es muss Leute geben, die wirklich Realtime als Realtime-Dienst zur Verfügung stellen. Es braucht Monitoring-Infrastruktur und die Auditoren müssen auch vorhanden sein. Das heißt, es muss Leute geben, die dieses Projekt eben vorantreiben und Google ist aber ein großer Player in dem Markt. Das heißt, der treibt das Projekt ordentlich voran. Privatsphäre haben wir gerade gesehen, es wird natürlich sehr interessant, wenn wir zum Beispiel Pentests machen, dann fragen wir uns immer, ja, welche Domains und Subdomains gibt es denn in dem Betrieb? Jetzt ist es natürlich cool, jetzt gucken wir halt einfach das Log an und dann kommen schon mal ein paar Domains und Subdomains heraus, wenn sie die dann dort eintragen. Jawohl, aber alles in allem, Google Chrome wird es ab Oktober 2017, also dieses Jahr, verpflichtend einführen. Das heißt, jede Zertifizierungsstelle, die nicht
sich in einen Log eintragen lässt, und da gibt es eigentlich nicht mehr so viele, aber angenommen, wenn das passieren würde, dann würde Google Chrome eben einen Fehler werfen. Das funktioniert, oder das würde ja dann damit auffallen, wenn Gulasch ein Zertifikat ausliefert und da ist kein SCT dabei, dann sagt der Browser, hey, where is SCT? Und dann funktioniert das nicht mehr, ne? Genau. Firefox oder Mozilla ist da noch ein bisschen vorsichtig. Die werden das testweise mit einbauen. Man kann das sich in der About-Config irgendwo einstellen. Die werden aber nicht ab Oktober gleich mitziehen, erst nach einer Testphase. Aber cooles Konzept, also ist eine gute Sache, um die Transparenz in dieses PKI-System einzuführen und eben die notwendige Überwachung möglich zu machen. Jawohl, drei Ansätze unterschiedlicher Couleur, die ich euch vorgestellt habe. Fazit würde ich sagen, ist, dass das Vertrauen ganz gut ist in diese Zertifizierungsstellen, aber die Kontrolle besser. Das heißt, werdet aktiv, tragt euch in solche Monitordienste ein, verwendet beispielsweise als Webseitenbetreiber HPKP, setzt solche Dienste ein und sichert verschlüsselte Kommunikation eben ab. CT und HPKP sind dann ganz vielversprechend. Vielen Dank. Jetzt gibt es noch ein paar Minuten vielleicht für Fragen. Wir haben da ein Mikrofon. Schnappt euch das. Ja, mit dem SCT und dem Prüfen im Chrome. Wie ist das mit CAs, die ich firmenintern betreibe, für interne Dienste? Die werde ich ja wohl ungern irgendwo in einen Public Log schieben. Was macht der Chrome dann? Ja, ganz genau. Guter Punkt. Also zum einen hast du die Möglichkeit, neben der Zertifizierungsstelle selbst Zertifikate in die Logs zu kommunizieren. Du hast natürlich dann die Möglichkeit, wenn du das mit Chrome nicht mehr machen kannst, das entweder wahrscheinlich in Chrome zu deaktivieren, irgendwie gibt es das wahrscheinlich in den Einstellungen, oder einen anderen Browser zu verwenden, aber ist ein gewisses Problem der Privacy in diesem ganzen Konzept, ja. Wir werden sicherlich Gewissheit haben ab Oktober 2017, was Google da jetzt genau macht. Mal angenommen, jemand hätte ein Zertifikat auf meiner Seite ausgestellt und wie kann ich denn das dann zurückrufen? Ich habe ja den entsprechenden privaten Schlüssel gar nicht, um dann zu sagen, hey, ich will das Zertifikat nicht. Wie kann ich das denn dann sagen? Das Revocation Management, das läuft ja meistens über OCSP oder über OCSP. Das heißt, der Browser fragt bei der Zertifizierungsstelle an, ist das Zertifikat noch gültig? Und die Zertifizierungsstelle müsste dieses Zertifikat dann eben revocaten. Angenommen, du bemerkst es, dann müsstest du zu der Zertifizierungsstelle hingehen und sagen, hey, das Zertifikat habe ich nicht erstellt. Ich kann nachweisen, dass ich Owner bin von dem Ganzen. Was hast du da gemacht? Und wie hat das Ganze funktioniert? Ich würde da wahrscheinlich relativ schnell eben zu Google oder eines der Logs gehen, um da ein bisschen das Ganze zu eskalieren. Und da muss ja ein bisschen Dampf dahinter sein, weil in der Vergangenheit haben sich die Zertifizierungsstellen nicht unbedingt immer sehr aufdeckend gezeigt, weil es heißt dann ja, also wenn du das definitiv nicht warst, dann hast entweder du nicht deinen Server in der Hand, lass mal gucken, oder die Zertifizierungsstelle hat tatsächlich einen Fehler gemacht. Und entsprechend muss man das dann melden. Also entweder bist du gehackt worden oder die Zertifizierungsstelle. Hier noch einer, ja? Jo. Im Beispiel hat man gesehen, es gab drei Log-Server von Google. Und was kann da passieren, wenn der Betreiber gleich mehrere Log-Server betreibt? Also alle Log-Server vom gleichen Betreiber sind. Und hat man da als Serverbetreiber irgendwie welchen Einfluss drauf, welcher Log-Server da jetzt genommen wird? Also es gibt mehrere öffentliche Logs. Ich kann euch da die Seite certificatetransparency.org mal gucken. Jawohl, empfehlen.
Und dann gibt es hier die Known Logs. Und ihr habt den Known Logs. Es gibt von Google also das Pilot, Icarus, Rocketeer und so weiter. Es gibt ein eigenes Log für Let's Encrypt-Zertifikate. Und dann können wir hier mal gucken. Es gibt von DigiCert eins. Es gibt von Symantec eins. Noch eins. CNNIC, StartSSL, GDCA. Also du siehst, es gibt einige öffentliche Logs, in die du dein Zertifikat auch unabhängig reinpushen kannst. Du müsstest natürlich dann das SCT noch mit ausliefern. Das ist natürlich in dem Zertifikat schon drin. SCTs können auch über OCSP-Stabling zum Beispiel ausgeliefert werden. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Oder beim TLS-Verbindungsaufbau. Dann hast du also die Möglichkeit, mehrere Logs noch zu verwenden. Aber grundsätzlich gibt es also mehrere Logs. Mindestens in zwei Logs muss dieses Zertifikat eingetragen werden. Und wenn eben Logs von einem und dem gleichen Anbieter betrieben werden, dann ist das natürlich nicht unbedingt State of the Art und so, wie das System gedacht ist. Es sollte nach Möglichkeit organisationell getrennt sein. Prima. Dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich recht herzlich. Und viel Spaß noch bei den weiteren Vorträgen und auf der GPN. Danke.